keiner kommt heute in mein Haus rein. Denn Leute, ich werde in meinem Haus die verrücktesten TNT-Experimente aller Zeiten ausprobieren. Schaut Leute, ich habe hier schon alles freigeräumt. Ihr wisst ja alles, das hier ist das normale TNT. Aber heute wird es noch viel explosivreicher. Schaut mal, ich bin selber ein TNT. Und boom! Ups. Wo? Mein ganzes Haus. Oh nein! Egal, das baue ich später wieder auf, Leute. Immerhin müssen wir uns jetzt die krassesten TNT-Explosionen aller Zeiten anschauen. Das wären wirklich die coolsten TNT-Experimente aller Zeiten. Ich mein's ernst, Freunde. So, zack, wir starten unseren Laptop, aufmachen und hier vorne auf diesem geheimen USB-Stick haben wir die ganzen Experimente gespeichert. Und zack, rein da. Junge, Leute, warum funktioniert das nicht? Der USB-Stick funktioniert nicht, Leute. Ich brauche eure Hilfe, damit wir uns die krassesten TNT-Explosionen aller Zeiten anschauen können. Lasst alle ein Like da und ein Abo, damit der USB-Stick funktioniert. Schnell, Freunde. In 3 Sekunden, Leute. 1, 2, 3. Alle liken, abonnieren, Leute. Schnell, schnell, schnell. Und jetzt machen wir den USB-Stick rein. Und, ja. Oh, Freunde, zack. Oh, ja, es hat funktioniert. Und jetzt schnell hinsetzen, Leute. Und wir starten. Das Experiment, das erste TNT-Experiment. Let's go, Leute. Wow. Und damit willkommen zum ersten Experiment, zum ersten TNT-Experiment in dieser Folge, Freunde. Jo, er schießt direkt das TNT ab. Ich bin auch dabei. Schau dir mal an, was dort passiert. Er explodiert einfach alles. Alter, das ganze TNT. Junge, wie kann sein PC das überhaupt aushalten? Das sieht mein PC wäre schon lange abgeschmiert. Krater. Meine auch, Junge. Der wäre schon ins Grab geschickt worden. Was? Leute, mein PC explodiert bei so viel TNT und seiner hat es überlebt. Und da ist jetzt, warte mal, der macht jetzt aus dieser riesigen... die Wunderachse benutzt, hast du gesehen? Ganz genau, der macht jetzt, glaube ich, aus diesem riesigen TNT-Experiment eine Stadt, so eine verlassene Stadt. Freunde, schaut euch das mal, was er jetzt macht. Wie cool ist das bitte? Jo, so ein riesiger Dschungel wird das. Ein riesiger Dschungel und ein riesiger Dschungelturm. Aber das ist ja eigentlich voll OP, weil das hätte man so, selbst hätte man das niemals geschafft, aber mit dem TNT sieht das voll cool aus. Was ist das denn? Was gesehen? Villager? Oh, Junge. Warte mal, was ist das? Eine TNT-Pyramide? 3, 2, 1, und okay, wie kann der eigentlich das Ganze so machen, dass der Bogen brennt, also der Pfeil vom Bogen? Er hat nicht getroffen, guck mal, er hat nicht getroffen. Und jetzt schreibt mal rein, wie macht man das bitte, dass ein Pfeil brennt in die Kommentare rein. Ey, das muss man, glaube ich, mit Verzauberung machen, Leute. Wie heißt die Verzauberung nochmal? Jo, alles geht in die Luft, Alter, was? Alter, alles explodiert. Ihr wisst gar nicht, aber die TNT-Explosionen werden immer krasser. Deswegen schaut das Video unbedingt bis zum Schluss. Und falls ihr noch kein Like das habt, dann macht es ganz Leute. Schaut es euch an. Jo, Alter, das wirklich einfach alles explodiert. Und was bleibt übrig? Hä, es ist so ein bisschen so wie ein Turm, oder nicht? Okay, was macht der jetzt? Was macht der jetzt aus dieser Landschaft? Alles wieder neu auf, glaube ich, oder? Die Frage ist jetzt, was macht der aus dieser Landschaft jetzt? Der macht eine Sandlandschaft hin, glaube ich. Schau mal. Yo, Obsidian? Hä? Er macht einen Vulkan! Auch einen Vulkan in einer Sandlandschaft. Eine riesige Rauchwolke, schau mal, riesige Rauchwolke. Alter, das sind irgendwelche Wölfe. Diese Tiere kenne ich gar nicht aus Minecraft. Kennt ihr diese Tiere? Nee. Guck mal, da sind ganz viele von diesen Lamas. Oh Mann, Alter, einfach ein riesiger Vulkan. Was ist das denn, Leute? Ist das etwa ein unendliches TNT? Alter, das sieht so cool aus. Das ist einfach so eine TNT-Schlange. Das ist eine TNT-Schlange. Alter, wenn hier sein PC nicht abstürzt, ne, oder in die Luft gesprengt wird, ne, das ist so viel TNT. Dann muss er einen Monster-PC haben. Das ist ein NASA-PC. Jo, wie viel TNT ist das? Alter, habt ihr schon mal so viel TNT gesprengt? No way. Alter, was passiert hier? No way, bro. Was passiert mit dem TNT? No way, kommt jetzt mal gerne in die Kommentare. Was passiert hier mit dem TNT in der Mitte? Hä? Jo, das prägt sich einfach so nacheinander weg. Was? Alles ist weg. Aber ich finde es auch cool, er benutzt immer wieder dieselbe Stelle. Ne? Ist auch richtig cool von ihm gemacht, wirklich. Und schau mal, der macht jetzt immer, nachdem der das mit dem TNT kaputt macht, macht er dann voll die coolen Sachen rein. Der ist richtig gut im Bauen. Ja. Leute, ich glaube, der würde sogar gegen mich einen Bau-Challenge gewinnen. Was meint ihr, Leute? Der ist ja übelst krass. Jo, was hat der denn da gemacht? Der baut eine Kirche. Der baut eine riesige Kirche. Eine Kirche? Was? Aber warum eine Kirche in einem Graben? Das ist echt nicht cool. Wäre jetzt echt in die Luft gegangen. Ich weiß überhaupt nicht cool, Ukri. Nee, der sprengt das nicht in die Luft. Alles gut, Oxy. Jo, einfach eine riesige, so eine verlassene Kirche oder was ist das? So mitten im Graben und da sind ganz viele Villager drin. Ganz viele Villager. Wow. Warte mal, was war das denn gerade bitte? Da war ein böser Pillager. Junge! Ich glaub, die ist böse da. Aber das sieht cool aus, das sieht echt krass aus. Der kann echt gut bauen, Leute. Okay, jetzt kommt einfach eine TNT-Pyramide. Alter, jetzt kommt die. Okay, jetzt bin ich gespannt, Leute, was hier passieren wird. Ey, Freunde, übrigens, später werden wir auch noch den Eiffelturm und vieles andere sehen, wie das einfach in die Luft gesprengt wird. Und wir werden sogar uns anschauen, ob
ob ein Villager eine riesige TNT-Explosion überlebt. Ey, Alter, was passiert da, Junge? Wie viel TNT ist das schon wieder? Junge, das ist so verrückt, ne? Das ist so cool, Mann. Schau dir das mal an. Was? Das ist einfach... Alter, das ist cool. Hast du das gerade gesehen? Hey, wie macht der das? Der macht einfach das ganze Sand einfach... Die ganze Erde zu Sand. Der macht so viele Sandsachen hin. Der macht eine riesige Pyramide aus Ägypten rein. Das ist, glaube ich, jetzt nicht eine ägyptische Pyramide, Leute. Kennt ihr die ägyptischen Pyramiden? Die Pyramide von Aliens gebaut. Nein, sie nicht. Da ist sogar dieser Tunnel, genauso wie bei der richtigen. Ey, Leute, ich würde voll gerne meine Pyramide in Real Life sehen. Also so in Ägypten, Leute. Wenn ihr wollt, dass ich und Ukri gemeinsam nach Ägypten fahren, dann lasst jetzt unbedingt ein Abo da. Ja, dann lasst ein Like da und ein Abo, Leute. Dann fliegen wir nach Ägypten und schauen uns eine Pyramide in Real Life an und dann werden wir ein Video daraus machen. Ich hätte schon richtig Bock darauf. Aber nur, wenn ihr das wollt, Leute. Dafür wollen wir mindestens 5000 Likes haben, wirklich. Junge, Orks, jetzt geht's weiter mit dem TNT-Donut. Schau mal hier. Was? TNT-Donut. Ein Donut? Ich bin echt schon gespannt, was der aus dem TNT, was jetzt für Landschaft baut. Donuts kenne ich nur vom Supermarkt oder von der Bäckerei. Wirklich. Ja, TNT-Donut ist was anderes. Wenn du das isst, dann fliegst du selber in die Luft. Oh yeah, oh yeah. Warte mal, dann fliegt ja eine Toilette in die Luft am Ende, wenn du verstehst. Also, wenn du isst den Donut und dann machst du einen TNT-Pupsi oder was? Du denkst, Billy hat schon mal TNT gegessen? Hat das safe. Bestimmt hast du Billy schon mal gemacht. Superattacke bitte. Okay, warte mal, was baut der da jetzt bitte? Hä, was baut der da, Leute? Alter, das ist cool. Das ist richtig cool. Oh, das ist ein riesiger Wald. Ein riesiges Schloss. Oh, oder? Junge, da lebt Simlaki der König. Oder nee, der Alpha Yeti. Da lebt Simlaki der König, Junge. Und Uzi mit Uzi. Ja, aber Simlaki denkt, Junge, da lebt ein riesiges Yeti. Was ist das, Junge? Ey, das müssen wir bekämpfen, Yeti, Freunde. Leute, das Abo da, damit Simlaki gerettet wird. Oh ja, Leute, der muss gerade mit dem Yeti kämpfen. Der Eiffelturm aus Frankreich. Das ist der Eiffelturm aus Frankreich, aus Paris, Leute. Leute, ey, wart ihr schon mal in Paris? In den Niederlanden? Alter, der war in Paris, Junge. Ich weiß, wo der steht. Der ist, Junge, warum triffst du nicht, Junge? Treff doch mal. Alter, der ist auch ein bisschen lost, Leute. Der trifft die ganze Zeit. Ich glaube, der macht das extra, damit wir es aufnehmen. Der will uns provozieren. Der macht das extra. Was passiert jetzt aus dem Eiffelturm, Leute? Junge, der ist so riesig, ne? Das ist, glaube ich, damals das größte Gebäude gewesen aller Zeiten, das höchste Gebäude. Oh ja, jetzt ist das ja mittlerweile der Burj Khalifa, Leute, glaube ich. Ja. In Katar oder wo ist der da? Oder aber was ist der höchste Turm? Junge, Alter, der ist komplett weg einfach. Was? Was ist voll die coole Landschaft? Was kann man denn jetzt daraus machen? Ich glaube, der macht da so einen riesigen Baum. Ey, der macht das voll cool, aber auch, ne? Weil der kann voll gut auch bauen mit World Edit. Leute, da muss man sich auf jeden Fall mal was abgucken für ein Video. Auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall auch lernen, so wie der zu bauen. Und dann baue ich noch besser als der. Vertraut mir, Leute. Also, du cheatest eh immer. Was ist das bitte da, Uri? Den riesigen Berg, ey, Mount Everest, Bro. Einfach oben ist Schnee. Was? Der Mount Everest, Leute, wisst ihr, wo der Mount Everest ist? Der ist doch irgendwie in den USA. Und nicht schon wieder das Alpha Yeti. Nicht schon wieder das Alpha Yeti, Junge. Ey, bist du verrückt? Wurde fast aufgegessen. Ist einfach da reingeflogen in den Mund. Da oben chillt er einfach auf dem Berg. Junge, was geht da ab, Leute? Ist wieder komplett. Okay, ist das einfach eine riesige Pillager-Statue? Das ist eine riesige Pillager. Ey, denkst du, die wird jetzt komplett weggesprengt? Denkst du, die überlebt das? Ich hoffe es. Ich hoffe es nicht. Also, das ist böse. Die dürfen das nicht überleben. 3, 2, 1, das ist aber nur ein Like, Abo da. Let's go. Leute, kommt hier jetzt eine 1, wenn ihr denkt, dass das. Warte mal, lass mal kurz stoppen, Orksi. Lass mal kurz stoppen. Okay, lass mal ganz kurz stoppen, darüber reden. Nee, lass nicht stoppen. Nein, lass weiterschauen, lieber. Ja, lass weiterschauen. Leute, ich wollte eigentlich euch jetzt fragen, was denkt ihr, wird es zerstört oder nicht? Aber da wurde es schon komplett zerstört, Junge, die Pillager-Statue. Warte mal, was braucht ihr jetzt? Komplett zerstört. Stört, hast du es gesehen? Okay, mach mal Pillager. Ey, ich glaube, der hat was gegen Pillager, oder? Kann das sein? Ich glaube, der war früher mal ein Villager, der Junge. Ja, Junge, aber Pillager sind auch ganz fies, Junge. Die attackieren immer mit Pillager. Aber der hat da wirklich Der hat da eine Pillager-Stadt daraus gemacht. Guck mal, wie riesig die. Die haben da einfach Eisengolems. Leute, geht jetzt nochmal zurück. Habt ihr das gesehen? Die haben da einfach Eisengolems ganz oben hier einfach gefangen genommen. Die Schweine sind am Popo geklebt hier. Alter, das war ein Riesen-Pillager. Guck mal, da vorne sind einfach die Eisengolems gefangen. Was? Oh ja, die Armen. Das ist nicht cool. Die Armen, meine ich. Die Armen, Junge. Wir müssen die unbedingt retten, Ukri. Ja, wir müssen. Leute, am Schluss werden wir die noch retten. Was ist das denn? Die umgedrehte. Warte mal. Nein, das ist cool. Der macht einen Minecraft TNT Rollercoaster, macht er da rein. Einfach so eine Waggon. Das ist Waggon. Cool gerade. Junge, okay, bist du lost? Alter, muss auch runterfallen. Was passiert jetzt, Leute? Und boom, 1, alles explodiert, die ganze Landschaft. Ey, ich sag ehrlich, TNT ist mega cool. Aber wieso benutzt ihr nicht diese Mod-TNT? Leute, wir zeigen euch das am Ende. Da gibt es einfach so richtig cooles TNT. Blau, grün, Leute, später schauen wir uns noch ganz anderes TNT an. Und nicht nur dieses TNT. Es gibt noch viel, viel mehr, Leute. Okay, jetzt bin ich echt gespannt. Ich nochmal an den Jungen, der das hier gemacht hat. Richtig cool gebaut. Ja, echt cool gebaut, Junge. Du bist echt Alex, krass, Junge. Da müsst ihr auf jeden Fall auch beim Originalvideo vorbeischauen. Junge, was baut der denn jetzt hier aus dieser Landschaft? Roxy, was macht der da? Was? Der macht einfach, wie schnell der die Bäume auch pflanzen lassen kann. Ja, einfach mit einem Klick, glaube ich. Ich glaube, das ist echt heftig. Junge, das ist so ein verlassener Dschungeltempel, der ist riesig. So ein Dschungelschloss, meine ich. Schon wieder die Pillager, okay. Ey, die sind so fies, Mann. Was ist jetzt da oben, was hörst du für ein Boss?
Junge, was ist das für ein Boss? Ich glaube, Ferus das Vognaut? Wird ein Ferus Vognaut sein, Junge. Oh, was ist das denn für ein Boss? Das ist ein riesiger Ritter. Oh nein. Er hat mir was gerade geschickt, Junge. Junge, der Wulin. Der hat den Koppel mit der Axt. Alter, was war das denn, Leute? Alter, das war so cool gerade. Freunde, jetzt schauen wir uns Custom TNT an. Also, ich bin schon echt gespannt. Was ist denn das für ein TNT? Hä? Ist es Custom Zombie TNT? Warum ist ein riesiges Zombie grün? Das ist, glaube ich, echt Custom Zombie TNT. Boah, schau dir mal an, wie cool das aussieht. Boah, das ist riesiges grünes. Aber warte mal, da ist ja nicht nur Zombie TNT, da ist ja auch noch dieses blaue TNT. Meine Lieblingsfarbe. Ja, ich hab's auch gesehen. Hä, okay, was passiert denn jetzt? Was macht der denn da? Blau TNT und grün ist. Und ich liebe die Farbe grün. Der blaues, hellblaues und grünes TNT in seinem Inventar. Und was macht der jetzt? Zombies da rein? Was hat der denn vor, Leute? Ich glaube, der will die einbauen oder sowas, ne? Ich glaube, der will die Eiszeit einbauen. Es spawnt die da einfach rein. Oh ja, ja er spawnt die da rein erstmal. Und der baut die rein zu, und danach, und danach will er zünden, das TNT, und dann will er schauen, ob die Zombies es überleben. Was macht das bitte für... Aber es ist doch Bedrock. Natürlich überleben die im Bedrock. Ja, wer weiß, Junge, vielleicht ist das Custom-TNT und das kann das Bedrock wegsprengen. Wer weiß, Junge. Okay, lass mal direkt zuschauen. Da ist ein Riesen-Zombie und... Leute, ich würde sagen, ihr stimmt jetzt einmal ab, bevor wir jetzt das TNT zünden. Stimmt ihr einmal ab, Leute. Lasst hier einmal kurz... Oh, ganz schnell stoppen, Leute. Leute, wir haben jetzt kurz die Aufnahme gestoppt und ihr kommt hier jetzt alle in die Kommentare. Eure Wette, denkt ihr, die Zombies oben im Bedrock eben werden es überleben oder nicht? Ey, Orks, jetzt einmal abstimmen. Eins oder zwei. Eins, wenn ihr denkt, die werden es schaffen und überleben im Bedrock. Und zwei, wenn ihr denkt, die werden es nicht schaffen. Leute, ich schreibe eine Eins in die Kommentare. Ich glaube, sie werden es überleben. Es ist Bedrock. Ich bin für eins, Leute. Mal schauen, wer am Schluss es richtig erraten hat. Schreibt es alle in die Kommentare. Und dann bin ich für zwei. Ich bin für zwei, Leute. Ja, eins ist bestimmt richtig. Okay, dann würde ich sagen, Leute, ich bin weiter geht's auch. Ich habe die Aufnahme ich hab das Video weitergemacht. Jetzt werden wir sehen. Jetzt werden wir sehen. Junge, okay, was ist für ein TNT? Ist runtergefallen? Was? Es fällt alles runter. Hä? Das Riesenzombie ist gestorben. Das macht gar keinen Sinn. Oha, oha. Oha. Nein, oder? Oha, was Freunde, ist denn? Alle an Team 1, ihr hattet recht. Ihr hattet recht, Team 1. Junge, warte. Das Riesenzombie ist gestorben, das haben wir gar nicht geschaut. Ey, was war das denn für ein TNT? Das ist irgendwie so in die Luft gesprungen oder nochmal so abgedichtet wie ein Flummi. Was ist denn jetzt da bitte? Siehst du das? Ja, keine Ahnung. Das TNT geht immer weiter und ich check's nicht. Man sieht es gar nicht mehr. Ich glaube, das ist so. Was war das denn für ein TNT? Fliegendes TNT? Die haben es überlebt. Aber, warte mal, der Kleine hat es nicht überlebt. Hey, der Kleine hat es nicht überlebt. Also eigentlich war es eins und zwei richtig. Deswegen falsch an. Ah, ich weiß, deswegen falsch angestorben, der Kleine. Und der Große hat halt mehr Leben, deswegen ist er nicht gestorben, oder? Ah, keine Ahnung, ich weiß nicht. Okay, warte mal. Jetzt gibt es wieder Custom TNT, oder was? Da vorne gibt es einen riesigen Enderman. Okay, ey, Leute, ihr kommt hier jetzt wieder in die Kommentare. Schau, wie cool die Endermen aussehen. Denkt ihr, die Endermans werden es hier im Bedrock überleben? Die nächste TNT-Explosion? Denkt ihr, die werden es schaffen? Was ist das, ein Obsidian-TNT? Das habe ich auch noch nie gesehen. Siehst du das, Oxy? Das Obsidian-TNT ist im Inventar. Das sieht so cool aus, Ukri. Obsidian-TNT, let's go. Mutanten-Enderman. Lol. Was machen die da bitte? Mutanten-Enderman und ein Enderman. Denkt ihr, die werden es überleben? Dann eins in die Kommentare. Und wenn ihr denkt, die werden es nicht schaffen, dann eine 2 in die Kommentare. Leute, jetzt bin ich echt gespannt. Was passiert, wenn man dieses Obsidian... Er zündet, Ukri. Warte. Noch nicht. Und... Und jetzt zündet er es. Let's go. Jetzt gezündet. Und mal schauen, was passiert, okay, Leute. Jetzt bin ich gespannt. Let's go. Das ist einfach Obsidian. Hey, warte mal. Am Boden ist Obsidian. Das fällt auch immer so komisch runter, ne? Ist ja voll. Ich dachte, da passiert jetzt was viel krasseres. Aber das macht einfach den Boden zu Obsidian. Okay. Was ist denn jetzt da, bitte? Keine Ahnung. Hey, aber die Endermans haben ja beide überlebt. Der Riesen-Enderman und die auch da unten, ne? Oder nicht? Ja, deswegen Team 1, ihr habt, glaube ich, die kommen, das ist alles so Obsidian geworden. Der ganze Enderman ist so Obsidian geworden. Und die haben es beide überlebt, ja. Ja, easy, Leute. Hey, was war das denn für ein Custom-TNT? Hat einfach den Boden zu Obsidian gemacht. Da vorne sehen wir wieder ein neues TNT. Guck mal, das Goldene da. Siehst du das? Was ist das denn für ein TNT? Alter, das ist richtig cooles Goldenes TNT. Der baut irgendwie so... Was ist das, was er da baut, Ukri? Der macht so einen Turm. Er will den anzünden, Ukri, will den anzünden. No way. Guck mal, sein Skin, einfach TNT-Skin. Hast du den Skin gesehen? Junge, wie lustig der aussieht. Ja, ja, ich hab auch gesehen. Kein Wunder, dass der so viel TNT hat, Junge. Das ist ein richtiger TNT-Kopf. Oh, das ist das fliegende TNT, ich wusste es. Alter, das ist ja richtig cool. Das fliegt einfach. Boom. Was? Der ganze alles fliegt durch die Gegend. Okay, was kann das goldene TNT? Was kann das goldene TNT? Jetzt bin ich echt gespannt. Hä? 3, 2, 1, let's go. Das hat der Gold gemacht am Boden. Hast du gesehen? Alles voller Gold. Ey, das ist so cool. Alles für das ist einfach unendlicher Goldglitch, Leute. Junge, ja. Der wird komplett weggesprengt, Leute. Guck mal hier, seht ihr das? Boom! Ich glaube, dieses grüne TNT ist so ein Rückschuss-TNT oder sowas. Das auch alles explodiert. Warte, es geht weiter. Was ist das denn jetzt? Creeper-TNT, was? Wow, wie cool sieht das denn bitte aus? Oh, Creeper, der Lieblingsfarbe grün von mir. Okay, mal schauen. Alter. Und das baut dann wieder die ganzen Creeper ein. Der baut jetzt wieder Creeper ein und ihr kommt hier wieder. Leute, denkt ihr, die Creeper im Bedrock werden es überleben? Boah, was ist das für ein Mutanten-Creeper? Eine 1, wenn ihr denkt, sie überleben. Denkst du, der zündet auch gleich One-TNT und sowas?
Alter! Alter, das ist so cool. Okay, der zündet jetzt das Hyper-TNT. Leute, schaut euch hier um, ich bin zum Schluss, falls ihr einen Drachen TNT sehen wollt. Warte, er zündet es noch gar nicht. Der baut das erstmal ein. Ja, genau. Okay, schau mal, was er gleich machen wird. Schau mal jetzt. Was macht der jetzt? Spawnt so einen kleinen Mini-Dingster-Creeper. Schau mal. Hab ich gar nicht gesehen. Warte mal. Mini-Creeper? Ey, wo wusstest du, Oxy, hast du das Video schon gesehen oder was? Was ist das denn für ein TNT? Alter, was macht das? Explodiert alles. Alter, okay. Alles. Mal schauen. Alles ist einfach weg, Leute? Ich hab gar nichts gecheckt. Was war das für ein TNT? Was hat das denn gemacht, Leute? Das ist einfach richtig weggeflogen. Und haben die es jetzt überlebt oder nicht, Leute? Jetzt bin ich echt gespannt. Haben die Creepers da drin überlebt? Er hat es überlebt. Der Große hat es überlebt. Der Kleine auch. Der Kleine auch. Stimmt, der Kleine auch. Nuklear-TNT. No way. Nein. No way. Das ist, ey, als ob das dein PC aber überlebt, Ukri. Mein PC wäre schon lange gecrashed. 10 Mal. Leute, Nuklear-TNT ist so schlimm. Ich habe das auch schon mal gesehen. Boom, Junge. Und da unten ist jetzt diese Nuklearsäure. Und die vergiftet einen. Wenn man jetzt im Survival ist. Was ich auch spannend finde, schau mal, da ist sogar so ein Regenbogen-TNT bei ihm drin. Stimmt. Wither-TNT. Ey, ich bin echt gespannt auf den Drachen-TNT. Siehst du das da oben? Da formt sich ein Wither aus dem Rauch. Siehst du ja, das? Ja, das Alter, wie krass sieht das denn aus, Alter. Leute? Oh nein, was passiert jetzt, Leute? Warum lädt das so lange? Kommt der Witherstorm da jetzt raus? Eine riesige Wither-Landschaft. Alter, okay. er hat die getötet. Schon mal einfach. Seelensand. Junge, das war eine Sekunde, er war weg. Und jetzt zündet er direkt das nächste TNT. Was ist das denn für ein Erz-TNT? Lol, er spawnt einfach Erze. Das ist auch ein Hacker-TNT. Stellt euch vor, ihr habt das TNT, ihr könnt einfach unendlich Erze spawnen. Ey, das wäre so cool. Aber dieses Regenbogen-TNT in seinem Inventar, das kennen wir doch, oder? Das hatten wir doch auch schon mal. Ja, das haben wir schon mal gezündet. Was ist das denn? Mist, ich hab weißes TNT? Alter, was kann das, Leute? Okay, mal schauen. Hä, ist einfach verschwunden, ne? Oder? Hä, das ist einfach verschwunden. Das war Luft-TNT oder so. Ist einfach verschwunden. Rainbow! Okay. Was ist das denn bitte? Krass. Siehst du das? Das war Regenbogen-TNT, ne? Ja, das war das Regenbogen-TNT. Ey, aber Leute, was ist das? Invert? Hört das andersherum? Siehst du das, Oxy? Oh, du hast recht, du bist einfach angedreht. Ja, was wird denn jetzt passieren? Was heißt denn, dass es andersherum ist? Und? Lol, jetzt bin ich echt gespannt. Es zündet einfach nicht, oder was? Irgendwie. Es zündet nicht. Es klappt einfach nicht, oder? Hä? Das klappt einfach nicht? Wie langweilig ist das denn bitte? Na gut, weiter geht's mit dem nächsten TNT. Das ist cool. Siehst du das gerade, Ukri? Junge, wie cool. Alter, no way. Das ist cool. Let's Junge, go. Das hat einfach alles zerstört, das Feuerwerk-TNT. Das ist ein Chemical-TNT. Nee, was ist das für ein TNT, Leute? Hm? Hier, Blitz-TNT, glaube ich. Lightning-TNT, genau. Oh, Alter, alle Wither werden zerstört mit Blitz. Alter, eine riesige Blitzlandschaft. Junge, ich hab Blitz. Stell dir mal vor, so viele Blitze. Da, so wie sie zu Flash. In einem Dorf, weißt du, was dann passiert? Okay, dann brennt einfach alles. Ganz viele Hexen im was Dorf. Was ist das? Was ist das für ein TNT? Chemical-TNT, oder? Chemikalisches TNT? Na, ja, oder? Ich glaube, wir kommen so blaues Feuer raus. Das hat sich vermehrfacht, das TNT. Das war ein TNT und es wird auf einmal ganz viel. Und was ist das? Rüstungs-TNT? Was, Leute? Hä? Was passiert denn jetzt? Kriegt der jetzt irgendwie Rüstung durch das TNT? Niemals. Das geht einfach weg. Das ist aber, das hat sich einfach manches bewegt. TNT funktioniert nicht. Wie macht das? Nee, das für den Sinn? Lol, das ist weggeflogen. Das springt einfach. Das ist Schleim-TNT. Das ist Schleim-TNT. Ey, ich frage mich echt, wann das explodieren wird. Und wie groß die Explosion sein wird. Und? Es springt ja weiter. Es springt immer weiter. Voll die. Aber es ist cool, dass es so rumspringt. Das habe ich noch nie gesehen, dass ein TNT rumspringen kann. Yo, glasiges TNT. Was passiert jetzt? Alles ist aus Glas gleich. Das ist doch Glas safe. 100%ig ganze Landschaft. Oh, ey, das könnte man benutzen in der richtigen Welt für X-Ray. Für X-Ray könnte man das benutzen. Hast du gesehen, Oxy? Oh, May, let's go. Ich hab's gesehen, wie cool. Ey, und Oxy, schau dir das mal an. Okay, was ist das? Schwarzes Loch-TNT. Jo, was? Junge, wo sind die hingeflogen? Junge, das ist Gravitations-TNT. Freunde, liken und abonnieren da. Wie so ein cooles TNT, wirklich. Das würde ich auch mal gerne haben, Leute. Hä, wie cool, Mann. Let's go. Freunde, wir haben uns jetzt so viel TNT angeschaut und jetzt mal ganz ehrlich, Junge, jetzt werden wir das ganze TNT hier in Simukri City zünden, okay? Orks, bist du am Start? Oh ja, ganz toll, ich bin gespannt. Schau dir meine roten Augen an, Okri, ich hab so Lust darauf. Was? Ey, mein Haus wird schon weggesprengt, deswegen würde ich sagen, sprengen wir jetzt die Häuser von all unseren Freunden in die Luft. Luke und Okri, du weißt nicht, welches TNT ich jetzt so ausrasten. Warte, ich hab schon TNT vorbereitet, schau selber. Wir brauchen jetzt nur noch ein Feuerzeug. So, Leute, hier vorne sind die krassen TNTs, die werden wir später noch zünden. Das sind wirklich die krassen von allen. Schaut euch das mal an, schwarzes Loch TNT. Mhm. Was ist das hier? Todesstrahl. Farbe ich irgendwie, schau mal. Nee, warte, ich will das hier ausprobieren. Welt aus Wolle. Mal schauen, ob das cool ist, Leute. Ich bin echt gespannt. Wow, let's go. So eine grüne Wolllandschaft. Oh, mal schauen, was passieren wird. Warum dazu lang? Ist ja verschwunden. Hä? Warte mal, bei mir laggt's, glaube ich. Bewegst du dich? Warte mal. Oh, doch.
Jo, da passiert irgendwas. Da passiert irgendwas. Was passiert da? Alter, wie cool. Siehst du das? Eine riesige Landschaft. Schau dir das an. Einfach alles aus Wolle. Oh, wie cool. Das Haus von dem Lucky sieht so cool aus. Das ist aus Wolle. Ja, das sieht einfach aus wie ein Pupshaus irgendwie jetzt, ne? Ist ein riesiger Rainbow. Hier ist auch ein Rainbow. Das sieht ja voll cool aus. Uri, komm her. Wir haben eine Rainbow-Stadt. Wir haben eine Wolle-Stadt, Leute. Hier ist alles aus Wolle. Das ist das Fliegen, das haben wir schon im Video gesehen. Warte mal, hä? Es laggt wieder komplett, Alter. Wie scharf ist die drauf? Jo! Aus Emory City, Junge! Das war viel cooleres. Musste das sein, Orksi, Junge? Okay, warte, wir schauen uns mal das hier vorne an. Was ist das hier? Das ist ein Vulkan-TNT oder so. Wow, das brennt. Das brennt, Orksi. Geh zur Seite. Okay, zieh jetzt auf. Okay. Wow. Was? Das ist cool. Ein riesiger Vulkan. Alter, was geht da ab, Junge? Slack komplett. Warte. Wow, das kommt alles runter. Und überall ist jetzt Lava. Ey, Orksi, schau. Hier direkt das nächste. Boom. Alter, das sieht so cool aus. Kontinentalverschiebung heißt das. Was ist das? Okay. 3, 2, 1. Was? Okay, Alter. Oh, das ist alles mehrmals weg. Und fällt dann nach unten. Alter, Zemukri City ist komplett weg, Leute. Ich glaube, Zemukri City. Ey, warte mal, schau mal hier vor, Luki. Komm her. Hä, was ist los? Warte mal, lass mal da hinten hin. Lass mal zu den Statuen. Lass mal zu Billy schauen. Lass mal die in die Luft springen. Mit diesem Geoden-TNT. Ich weiß nicht, was das ist, Leute, aber das werden wir jetzt in die Luft springen. Boah, das ist bestimmt richtig krass. Und, Alter, das sieht so krass aus. Das ist so lila ein bisschen. Und, das ist doch nicht so krass. Aber schau dir das mal an, Luki. Schau mal, das ist einfach Mund. Siehst du das? Ein Mund einfach. Was soll das sein, Orksi? Warte mal, wir zünden direkt zwei TNT. Einmal das TNT und einmal das Physik-TNT. Boom! Essen, mal schauen und... Hä? Was passiert jetzt, Leute? Physik-TNT. Wow, der Kopf von Luke ist in die Luft gesprengt worden. Das ist cool. Sein Gehirn ist weg. Und das TNT, was macht das, Junge? Hä? Das will ich zünden, oder? Hallo? Das werde ich nicht zünden, Luke. Wow! Ich verstehe es auch nicht. Und... Alter! Jo, okay, jetzt hab ich ein gutes TNT. Nein, warte mal, Oxy. Jetzt kommen wir zu den krassen TNTs. Jetzt sind die hier dran. Und das sind die krassen aller Zeiten. Leute, wir werfen die anderen weg. Und jetzt testen wir die krassesten TNTs aller Zeiten. Wie cool, Leute, seid ihr gespannt? Das werden jetzt die coolsten aller Zeiten, Leute. Ich vertraut mir, die werden so krass. Okay, wir fangen an mit dem Lidern hier vorne, mit dem ersten. Was ist das denn? Okay, wie heißt das? Supernova? Ich glaube, das ist eine Supernova. Und ich glaube, da wird dein PC auf jeden Fall abstürzen. Okay. So, Supernova TT. Wie in die Luft. Was ist da passiert? Da kam einfach ein Blitz raus. Alter, pass auf. Wie wenn Billy auf der Toilette ist. Okay, 3. Was passiert jetzt? Wieso zünd das? Das zündet so lange. Das ist ein Weltuntergangs-TT. Das ist krass von allen. 1 und... Okay. Hä? Ist es nicht passiert? Ich glaube, es ist nicht passiert, weil der Server laggt. Es leckt und gleich werden wir eine riesige... Ist bestimmt nur so eine Mini-Explosion, ganz ehrlich. Ja, ich glaube auch, da ist nichts passiert. Oder klein? Hä, warte mal, da ist nichts passiert, Leute. Was geht denn jetzt ab? Hallo? Hallo? Oh, warte mal, da passiert was, Leute. Oh nein. Jetzt schau es an. Ich glaube, jetzt wird es gerade geladen erst. Leute, das wird so eine riesige Explosion. Ach du. Was? Okay, das glaube ich jetzt nicht. Wo ist der Mokri City hin? Bro, der Mokri City ist komplett weg, Junge. Nur noch der Zoo ist ein bisschen geblieben aus dem. Egal, geh zum Zoo, Mokri. Der Zoo ist auch ein Was? Okay, ey, Leute, wir müssen weitermachen. Wir haben hier noch so viel TNT, was wir ausprobieren müssen. Todesschrei, das wollte ich ausprobieren. Komm, das probieren wir noch einmal aus. Alter! 2-1, let's go. Alter, was ist hier? Alter! Hörst du das? Ich glaube, da ist was aus der Luft oder so. Ich glaube auch. Aufpassen, Mokri. Wow! Alter, das wird immer lauter! Das kommt immer näher! Junge, Alter! Okay, das ist wirklich die krasse. okay, jetzt ist es Sonne-Eruption. Junge, was ist... Alter, das leuchtet auch schon wieder so krass. Was war das? Ey, wie sagst du eigentlich den Ton in die Luft? Da liegen Tiere drin. Das ist doch krass, als dieses Vulkan-TNT. Das kommt noch mehr raus. Alter. Ey, das erinnert mich an etwas ganz Bestimmtes. Okay, du weißt, glaube ich, was ich meine, Junge. Was? Wie kommt da raus? Junge. Alter, das ist doch nicht mehr normal. Alles wird in die Luft gesprengt. Okay, Leute, jetzt bleibt nur noch eine Sache. Asteroidengürtel, was soll das sein? Alter, das eine war so cool, ne? Mit dem Laserbeam. 3, 2,
Heinz, let's go. Das dauert bestimmt richtig lange wieder. Wir sind Feuerkreis, ne? Wir sind Feuerkreis. Alter, Leute, ey, wie krass sind die? Okay, was passiert jetzt? Es explodiert. Boah. Und es laggt wieder. Es laggt komplett. Siehst du mich eigentlich noch? Ich seh dich überhaupt nicht. Junge, ich seh dich gar nicht mehr, weil es komplett laggt. Okay. Egal, alles gut, wir sehen die Explosion, Leute. Und mal schauen, was jetzt passiert. Mal schauen. Und, boah, es laggt. Hä? Was passiert? Ich glaube, das TNT hat nicht funktioniert, Ukri. Ich weiß, was passiert ist, Roxy. Nein. Die ganze Landschaft. Außerhalb der Zelle, es hat so einen Donut erstellt wieder. So einen außerhalb Donut. Einfach so einen riesigen Kreis. Das ist eine Insel, ne? Ja, so einen riesigen Kreis. Warte mal, lass mal unsere Chunks nach oben laden. Einen Moment. Was dein PC wohl aushält? Meiner wird es aushalten. Yo, jetzt sehen wir hier so einen riesigen Kreis. Einfach das TNT da in der Mitte. Guck mal, wir haben es da gezündet. Es hat so einen riesigen Kreis gemacht. Okay, das ist krass. Wir lassen unsere Chunks schnell wieder runter, aber die sind viel zu hoch. Ey. Hier, was sollen wir noch austesten, Leute? Ich würde sagen, wir testen Atlantis, nur das aus Atlantis. Was? Es fängt an zu regnen. Gleich kommt Poseidon, Junge. Junge, was passiert jetzt? Was passiert jetzt, Leute? Okay, wir testen nur noch das aus. Das ist das finale TNT. Und noch das hier, Leute. Das platzieren wir hier auch gleich. Oh, es leckt. Was passiert? Nee, oder? Ah. Hinten Fisch-Abi! Überall ist Wasser! Sam Uki City unter Wasser gejagt. Ich habe bitte mit Uki City gemacht. Ich habe Aquaman City. Sam Uki City ist jetzt Aquaman City. Okay, Leute. Boom, wir zünden das hier einmal noch. Zack. Jo. Alter, überall Blitze. Das ist zu krank. Weltuntergang. Okay, ich lief die Welt, es reicht mir, Junge, viel zu gefährlich. Alter, das reicht, Leute. Okay, ich würde sagen, Leute, lasst ein Like da, abonniert und aktiviert die Glocke, falls euch das TNT gefallen hat. Schaut unbedingt bei meinem Kanal vorbei. Jetzt ist wirklich Weltuntergang, Leute. Jetzt war's wirklich. Schaut auf jeden Fall bei Orksy vorbei. Er hat nämlich hier mit mir auf das Video reagiert. Und ansonsten, Leute, abonniert vielleicht auch gerne unseren Vorder-Kanal. Ich mache auch andere Videos, zum Beispiel Roblox und Vorder-Videos. Könnt ihr gerne abonnieren. Und jetzt, Leute, lasst schnell ein Like da und ein Abo und drückt auf die nächste Folge. Schnell auf die nächste Folge drücken, damit Simuki City wieder ganz ist. Damit Simuki City wieder ganz ist. Keine Sorge, Leute. Ich habe natürlich ein Backup erstellt. Also nicht schlimm, Leute, das wird alles wieder ganz. Macht euch keine Sorgen machen. Oh yeah, let's go!